Ja, wir kommen zur Runde 3. Und wir sind on the plane. Ach, Johnny. Ich habe extra gewartet, damit du da einführen kannst. Kein Fixing. Mulligan. Huh. Also, wenn wir zwei Inseln nachziehen. Dann ziehen wir uns rein. Wo spielen wir denn 18 Länder? Stimmt, ne? Das ist aber das 18-Länder-Prinzip. Man geht immer spooken. Das ist wirklich so. Das ist faktisch bewiesen. Das ist, ja. Jedes Experiment, was dazu geführt wurde, belegt diese These. Kennt ihr Confirmation Bias? Nope. Es ist sogar eine Art doppeltes Confirmation Bias. Weil ihr erwartet, weil ihr 18 Länder habt, dass ihr niemals Scoot geht, sondern eher flattet. Ja. Dann ist es euch einmal passiert, dass ihr Scoot gegangen seid. Dann erwartet ihr, dass ihr immer Scoot geht. Dann geht ihr nochmal Scoot und denkt, ha, hab ich's doch gesagt. Ja. Zuverlässige Theorie erklärt jedes Phänomen in der Welt. Ja, du sagst das, Johnny. Ist eigentlich Johannes jetzt auch Confirmation Bias zu uns? Warum haben wir eigentlich nicht den Dwings leer gelegt? What? Du willst jetzt nicht den... Achso, weil wir Turn 3 sind. Ja, sicher. Nee, die grünen Kreaturen sind meistens ja, klar. Ja, ja, ist okay. Naja, sagen wir mal so, hätten wir... Turn 3 was zu tun, ja? So, was sagen wir mal so, was willst du denn so sagen? Naja, hätten wir ein Exclude gehabt zum Beispiel, hätte ich das gut gefunden, den Turn 2 zu legen. No. Doch, das hätte ich gut gefunden. Oh, jetzt muss er irgendwas Fettes machen. Aber das ist doch Confirmation Bias. Du hast ein neues Wort gelegt. So funktioniert es doch, oder? Ja. So, was machen wir jetzt, was er legt? Irgendwas, was 4 oder mehr hat, oder? Denn, ja, keine Ahnung. One. Aber Colossus. Wie stark sind denn solche Decks eigentlich? So mit Mana-Elfen, das sieht schon ganz schön gut aus, was er macht. Ich würde auch sagen, dass es ziemlich gut ist. Garuk wäre einer der nervigen Karten. Wir sind aber richtig schön aufgestellt gegen so ein grünes Deck. Mit Contour Magic, Venza. Also unsere Hand ist sehr gut dafür, ja. Vor allen Dingen, wenn er jetzt irgendwas... Klasse, den schnabulieren wir uns doch richtig. Na klar. Und greifen auch direkt mal Garuk an, das ist schön. Meins? Ich hatte das letztens in so einem Highlander Game, da habe ich All of Succession into Treachery to Wyrmby gespielt. Das war. Ach, das hat einfach so viel Spaß gemacht. All of Succession. Ja, das ist. Das ist dieser Übernehmer-Spell, den niemand kennt, ne? Genau, ja. Was ein normaler Spell. Also Maverick. Genau, der wird auch Maverick gespielt. Also kostet drei blau. Ein blaues. Drei blau. Ja, okay, drei blau. Dann jeder Spieler, also du fängst an und deine Uhrzeiger sind bestimmt eine Kreatur bei dem Gegner. Und man kriegt diese Kreatur. Also es geht auch um Hexproof herum und Nemesis. Du hast natürlich nie Kreaturen. Ich habe natürlich nie Kreaturen in dem Deck, weil ich ja in der Reihenfolge spiele All of Succession, Treachery, Wyrmby und nicht umgekehrt. Ja, verstehe. Ja, und es ist einfach eine schöne Karte, um Hexproof herumzukommen. Oder eigentlich total clever. Und du bist auch nicht anfällig gegen Removal, die Control Magic treffen würde oder Treachery. Dump, oder? Und du kannst es sogar Flashback mit Snap lassen. Und suchen mit Mystical Tutor zum Beispiel. Gute Karte. Ja. So. Was macht denn unser Gegner? Weißt du, was auch eine gute Karte ist mit Garuk? Und jetzt. Ich gebe dir eine Mate aus, wenn du das sagst. Eine gute Karte mit Garuk? Ja. Cradle? Ist auch gut, aber ist nicht das, was ich meine. Okay, krieg ich wohl keine Mate. Willst du es wissen? Ja. Oath of Nyssa. Nicht Oath of Nyssa, Oath of Gideon. Der mit einer sofort Overrun. Ja. Das ist it, wird Captain Merrick spielen. Weil der Oath macht dazu jetzt noch zwei Token, die dann auch gleich schon. Das ja. Ist auch schon der stärkste Oath, oder? Von den ganzen? Also Oath of Nyssa ist der stärkste. Von den vielen Sachen, die Torvald heute gesagt hat, war das, was mich am meisten überzeugt hat. Wir müssen den jetzt mal abschlachten, ne? Ja, ist doch NP. Steht ja drauf auf dem Lebensfehler. Ach so, deswegen meint der Fehler, weil er das Land natürlich danach gelegt hat. Ja, lucky for us. Also der kostet 3, ich habe den noch nie umgemorpht. Ja. Und dann macht der einfach Reprisal, ne? Ja. Finde ich gut. Was gerade macht. Ja. Nicht diesen Effekt. Einfach zerstört was. Ist das Power? Ja. Power, ja, dann macht der einfach Reprisal. Wir greifen mit beiden Garuk an, oder? Genau. Damit er zumindest was davor werfen kann. Und nächste Runde haben wir Frost Titan. Und danach haben wir Venza und dann machen wir ganz viel Druck. Alle. Viele. Müde. So ein Cursor für uns ist auch ganz cool. Das Ganze wäre ein bisschen problematischer gewesen, wenn die Pflanzen alle 1-2 gewesen wären. Aber naja, gibt schon mal was. Wie zum Beispiel Terastodon wäre jetzt ein bisschen ungeil.
Ich befürchte, dass irgendwas Großes passiert. Wie viel Mana hat er? 8 insgesamt. Bitte macht nichts. Komplett absurdes. Oh nein, tappt doch nicht alle Mana. What? Achso. Ja, der ist doch gar nicht so schlecht. Ja, aber er wirft einfach sein Karo weg. Ja, anders geht's halt nicht. Er hätte schon noch einen Token machen können. Er hat enttappt. Er musste enttappen. Obwohl, aber er hätte auch seine Mana-Elfen dafür tappen können. Oh, Duplikant. Okay. Oder? Ich meine, mach doch lieber einen Token. Ja, aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas total Cooles. Er hat ja noch eine Handkarte. Zum Beispiel noch eine. Weiß ich, also für Plus kann man nicht machen. Oh. Warum, ist die, warum wurde das wieder kleiner? Man weiß es nicht. So. It's magic. So, was ist jetzt der Plan? Er hat auf der Hand einen Duplikant. Das heißt, wir wollen ihm irgendwie sein Mana kaputt machen. Wird schwer. Kann er Duplikant in Frostheiten plus Aktivierung machen? Nee, ne? Er hat ja jetzt nur 7 Mana. Dann ändert sich ein Land davon. Genau. Aber wir tappen ja das da. Das heißt, er hat maximal 7 Mana. Das ist eigentlich ganz fair, ne? Was macht denn dieser Gau so alles? Na, er macht plus 1, deckt die obersten 5 auf, alle Kreaturen in die Hand, minus 3 packt eine grüne Kreatur ins Spiel, minus 7 hat ein Emblem, immer wenn er eine Kreatur spielt, spielt er eine andere Kreatur aus seinem Deck. Okay. Das ist schon gut. Unangenehm. Die Frage ist, ob wir hier vielleicht einfach ein ganz viel Master-Token machen wollen. Also die können ja einfach vom Duplikant aufgegessen werden. Genau, ich bin auch für den Frostheitenplan, wie du schon gesagt hast. Der hilft uns vielleicht auch dabei, durch diese Tokenarmee durchzukommen. Präferieren? Welchen Elfen man kann? Elvish Mystic. Genau, wir wollen nämlich, dass die Fintern-Elfen an Bord bleiben. Was? Weil die so schön aussehen. Na, der sieht doch besser aus. Ja, das stimmt. Ihr findet die Mystic schöner als die Fintern-Elfen? Ja. Jeez. Guck dir das doch mal an. Ja, großartig. Ich habe mich richtig gefreut, dass sie die reprintet haben in dieser Box. Weil sie da eigentlich wirklich hässlich waren. Obwohl sie sehr magic-ikonisch waren. Aber na, die Alten sind wirklich hässlich. Stimmt, die sehen schon ganz recht gut aus, ne? Ach. Ja, aber Elvish Mystic ist auch keine schlechte Karte. Hornet Queen. Meinst du, sie ist besser als okay. Vom Aussehen her, es ist, glaube ich, Geschmackssache. Also, das ich nicht. Dass Arbor Elf schlecht aussieht, das weiß jeder. Das, ja. Naja. Na komm. Schlecht ist jetzt ganz schön. Aber mit dem Vergleich mit den beiden anderen steckt der einfach Elf, das, ja. Ich finde das Bild. Also es kommt ja auch darauf an, du musst das Bild von weit weg sehen und was damit anfangen kann. Nee, das ist eben beim Elvish Mystic mehr gegeben. Naja, nee, also wenn das ich jetzt drüber nachdenke, würde ich also den Arbor-Elf über den Mystic sehen. Echt? Ja. Krass. Nee, das ist einfach nur ein grüner Einheitsbrei. Ja, alles, das ist ein grüner Einheitsbrei. Sieht im Übrigen interessant aus, was er da so macht. Warum verändert sich mein Fenster? So, kriegen wir Gauk tot? Nee. Aber wir können ihm zumindest den Roffelus tappen. Ja, den müssen wir definitiv tappen. Ich meine, wir könnten auch den Gauk lassen? Zorn machen. Zorn machen? Aber dann hat er einen Gauk. Ja, genau. Das klingt irgendwie schlecht. Ja. Was passiert da jetzt? Also wir greifen jetzt an, tappen im Dings weg. Ja, wir greifen erst. Was anderes machen wir so. Wir könnten, das Einzige, was wir machen können, ist, wir überlegen, Venza zu spielen. Wir müssen halt diese Hornet Queen sowas von Venza. Was? Nö, wir können auch einfach Wrath machen. Man könnte auch den Garuk wensern, aber er hat immer noch 6 Mana. Das heißt. Gut, wir können. Ja, wir könnten nächste Runde End of Turn Garuk bouncen und dann Wrathen, aber das Problem ist, dass wir dann immer noch irgendwann Garuk gewinnen müssen. Kann er nicht die Hornet Queen auch mit Minus ins Spiel legen? Klar. Ja. Können sie nicht counter, dann müssen wir Wrathen. Aber doch nicht jetzt. Nö, jetzt nicht, aber danach. Ja. Das heißt, wir greifen jetzt auf jeden Fall erstmal an. Egal, was passiert. Ja. Egal, was passiert. Man könnte halt überlegen, ob man vorher was wensert. Ja, Control Magic zum Beispiel. Control Magic? Gar nicht so dämlich. Das Problem ist halt, dass wir ja diesen Gauk halt nicht wegkriegen. Es kann jetzt sogar sein, es ist ein bisschen schade, dass er halt den Zaun gesehen hat, weil sonst würde er wahrscheinlich in seiner Runde Hornet Queen durch Gauk reinpacken und die Kartei passen. Und dann wir können auch einfach Gauk bouncen. Ne, es ist dämlich. Dann packt er wirklich einfach Hornet Queen ins Spiel. Ja. Er geht jetzt auf eine Marke. Hoffen, es ist weg. Okay, ja, dann sagen wir jetzt Go. Sagen wir einfach Go, ne? Wir haben noch gar nicht einen Friedhof, oder? Sandhagen. Ja, ein Vorteil wäre natürlich auch noch,
Wir haben aber auch nicht so viel, was sie wiederkriegen, außer diesen Dragon Slayer. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich wirklich einfach die Queen. Oh, ja, das ist nur der Satyr. Aber deswegen spielt er schwarz für den Garruk. Kann er die Garruks leveln? Nice. Ja, interessantes Deck, was er da hat. Was anscheinend auch erfolgreich war. Ah, deswegen sollte man vielleicht Scalding Town spielen, ne? Für Sun Titan. Mhm. Ja, später Erkenntnis, aber ja. Den wow, jetzt hat er sich ausgetappt, das heißt, wir kriegen Garou for free, das ist ja richtig tasty. Tasty, tasty. Oh ja. Oh. Wow. Das ist, ja. Oh nein, wir ziehen ein Land. Nee, du hast schon die... Ja, ja, ich muss noch weiter Träger arbeiten. So, wir legen aber trotzdem Sand halt, ne? Oder wollen wir warum? Auch noch Master legen? Ja, also, warum? Gut, auf der anderen Seite, es gibt jetzt auch nicht so viel, was er machen kann. Wir legen einfach Master. Gibt es einen Allstars? Bestimmt. Ach nee, den kann er immer noch duplikieren in den Master. Ja, aber wenn der Duplikant erstmal weg ist für den Master, ist doch okay. Dann haben wir immer noch unsere ganzen Titans. Aber Sun Titan macht gerade wirklich gar nichts. Ja, deswegen bin ich auch dafür, dass wir den Master legen. Wobei, wenn er den Master duplikantet... Was halt passieren würde? Nee, ich meine, der Duplikant macht den Master und dann ist er weg. Aber dann ist er 2-1. Also er wird doch jetzt einfach die Hornet Queen spielen. Meinst du? Ja, warum? Gegen das Board jetzt? Wenn wir 7 Token machen, wird er sicherlich nicht die Hornet Queen spielen, oder? Ja, ich bin ja dafür, dass wir den Master legen. Also der Sun Titan macht gar keinen Sinn. A, weil er kein Berlin macht, B, weil er eine Hornet Queen hat. Ja, warum ich den legen will, ist, damit er den Sun Titan duplikaten muss, ja, okay. Und wir dann den Master haben. Aber ich glaube, Master zu legen ist auch besser. Ja. Und dann, er kriegt ja jetzt auch schon 11 Schaden. Das heißt, er muss ja sogar aufgeben. Okay. Das ist ein bisschen voreilig. Naja, wer weiß. Also es sind ja, wenn er jetzt Duplikant auf den macht... Wieso? Er muss doch einfach... Er muss Duplikant auf den machen. Ja, stimmt schon. Das ist mit der Druck. Ja. So. Quarantänefeld? Ja, wahrscheinlich. Ne? Exclude dürfte ganz gut sein. Ja, das sind. Aber Negate dürfte auch sehr gut sein. Ja, Negate statt Dissipate. Ja, da habe ich mit. Echt? Wegen welcher Non-Creature-Spells nochmal? Die Gatesnockeln. Sucht er noch. Ah, Digga. Und er hat uns jetzt gerade eben auch noch Nature's Law so gezeigt und das wollen wir, glaube ich, auch. Wenn wir es kriegen. Und Kodama's Reach hat er auch. Und wir wissen ja nicht, vielleicht hat er auch Natural Order. Ja. Mit dem Avenger könnte es aussehen. Und was wollen wir dafür nicht? Na, wie gut ist denn im Master of Race gegen ihn? Ich meine, der hat ja jetzt nur brilliert, weil wir so lange ein Board hatten. Na, der bleibt auf jeden Fall liegen und das ist sehr viel wert. Hm. Ja, auch wenn man mit Opposition spielen will. Ja, stimmt. Obwohl Force könnte sehr wichtig sein gegen das Unbedingt. Was ist denn mit Betterskull? Ja, Betterskull. Ja. Wollt ihr den Quarantänefeld wieder reinnehmen, oder? Ja, ich denke schon. Er hatte auch nicht viel, was Artefakte oder Verzauberung zerstört. Gar nichts, oder? Vielleicht hat er was im Sideboard, der ist cool. Aber okay. Die Sache ist halt, dass der Betterskull, also wenn wir das Spiel verlieren, dann nicht, weil wir einen Race um Lebenspunkte verloren haben, sondern weil er uns erdrückt hat mit irgendwelchen Fetzen. Er erdrückt uns. Ja. Geht. Wir haben ja 18 Länder im Deck. Aber auch immer nur 2 auf der Starter, ne? Das ist total absurd. Ja. Weniger Länder. Ich glaube, mehr spielen. Bias. Funktioniert das für alles? Klar. Ich mache zum Beispiel nie Expeditions auf. Stimmt ja gar nicht. Ja, aber... Ich mache nie Expeditions auf. Bias. Aus. So. Der ist natürlich sehr stark. Ja, ist doch ein Sonderling, habe ich gehört. Das ist schon eine Art Sonderling, ja. Doch, sein Deck ist ja richtig rund. Hat das Fixing für seinen Spaß, viele Mana-Elfen, dicke Planeswalker. Wenn er jetzt noch was für 2 legt. 2 Elfen. Okay. Hoffenlos. Okay. Müssen wir den Face ablehnen? Jo. Warum? Weil wir Angst haben vor den beiden? Nope. Finde ich nicht so gut.
Zumal, ja, wenn er jetzt irgendwas Dickes legt, kann der auch nicht mehr angreifen. Wie ich bereits gesagt habe, werden wir das ja auch nicht im Damage Race verlieren. Oh, wenn er nicht viel Action hat, geht's eigentlich. Klar. Ich glaube, da kommt jetzt ein generischer Mana Accelerant. Okay. So, jetzt brauchen wir nur eine Glacial Fortress. Ja, besser als nichts. Besser als nichts. Ja, eben. Dann können wir jetzt deinen nächsten Fetzer zerstören. Zerstören? Achso, mit dem, ja. Was hat er jetzt? 5, 6, 7 Mana, 8 Mana. Dann hast du da auf deine Länder. Ne, Garruk. Darf er den großen Garruk spielen? Sind wir aber auch zufrieden. Okay. Die dodgt natürlich den Dragonslayer. Ja, aber die ist auch nicht so schlimm. Das ist schon viel schlimmer. Ja. Na gut. Ja, das ist schon bitter, dass uns das hier einfach gar nichts macht. Außer dem Zaun haben wir auch keine wirklich schöne Antwort für die Flieger da. Na, wir könnten zumindest die Cordic Queen Treachery, das würde schon mal was wegnehmen. Wenn wir jetzt den Token bouncen können, dann ist das auch schon mal gar nicht so schlimm. Weil dann kriegen wir die drei Leben wieder. Das sollte schon am besten sein, ne? Ja, und dann können wir entweder nicht so eine Treachery spielen oder Master of Waves. Und er kann zwar mit den beiden den Dragonslayer blocken. Ja, das. Aber dann verliert er auch das Mana. Und so kriegen wir auch wieder drei Leben zurück. Eigentlich sehr entspannt. Er hätte den Tree Speaker leveln sollen. Vielleicht hat er einen Summoning Drive. Ach nee, die haben wir. Weil der wird irgendwann 1-4 und könnte den blocken. Der hätte sogar. What? Achso. Na gut, dann verliert er seinen Sonnenring. Sind wir, glaube ich, zufrieden mit. So. Wenn wir jetzt natürlich ein Land ziehen und Treachery Master machen. Counterspell ist auch interessant. Naja, 5 Schaden die Runde gekommen und ist irgendwie weak. Kann uns das nicht leisten, ne? Wir müssen ihn den Master nehmen. Also. Ja, weil dann könnten wir, wenn wir nichts rumziehen, Land ziehen, entweder Kitchen Fix Counterspell Backup machen oder. Na genau, Treachery Kitchen Fix. Und das macht, glaube ich, mehr Schaden als. Also, wir sind zwar nächste Runde auf 7, aber er kriegt ja dann auch erstmal 8 Schaden. Oh. Duplikant? Das wäre hot. Nee. Gauk. Hm. Kasa, Duplikant. Kann er zum Glück nichts davon legen, es sei denn, er hat noch ein Land. Er kann den Kürzer legen, das wird er machen. Gut, aber dann haben wir zumindest einen Counterspell für den Duplikant. Und er wird nur in der Forest nachziehen. Ja, jetzt sollten wir ihn landen. Und er will immer noch angreifen. Spannend. Aha. Klingt irgendwie nicht richtig. Garruk scheint doch hier der Weg zum Sieg sein, oder? Wenn er Garruk plus macht. Wenn er alle Karten der Welt zieht, ja. Das ist mir so schlecht dann. So. Ist eine Quarantänefeld auf Garruk spielen? Aber dann spielt er auch Duplikant. Den spielt er so oder so. Ja, aber den könnten wir countern. Ja, aber Garruk erzeugt ja mehr Karten, die wir dann countern müssen. Na, Garruk stirbt ja, wenn wir ihn einmal angreifen. Ja, aber wir verlieren alle unsere Token, wenn wir angreifen. Das ist korrekt. Aber andersrum verlieren wir auch alle unsere Token. Also was wäre jetzt dein Plan? Du willst einfach angreifen und dann countern, das nächste. Dann hat er auf dem Board noch 4, 5, 6 Power hat er dann immer noch auf dem Board. Nee, 5 Power hat er dann immer noch auf dem Board. Und wir haben nur ein Counterspell und nichts. Das ist halt das Problem, dass wir einfach nicht so ohne tot sind, wenn wir nicht. Ja, Kitchen Wings können wir auch nicht legen. Genau, weil die. Ja. Hm.
Wir könnten auch... Wenn wir jetzt zum Beispiel nur einfach angreifen... Na gut, wir können ja auch was anderes exilen. Cursor zum Beispiel. Und dann können wir einfach mit all denen angreifen. Ja. Ich hätte halt gedacht, dass wir vielleicht mit der Treasure den Cursor ganz gut gebrauchen könnten, damit wir uns den Leben zurückholen. Aber das geht, glaube ich. Wir exilen den Cursor, wir greifen mit allem außer dem Master an. Dann blockt die Biene entweder Venser oder nicht. Mhm. Dann exilt Duplicant den Master. Mhm. Dann hat er noch zwei Insekten und eine Hornet Queen. Plus zwei Power. Da kommen wir immer noch gut rein, wenn wir ein Land ziehen. Ja, die Hornet Queen selber hatte auch Death Touch, oder? Ja, klar. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Achso, muss ich jetzt, ja. Wahrscheinlich wird die Biene noch nicht mal den Venser blocken. Dann gehen wir jetzt auf. Oh, sogar einen mehr. Achso, der greift nicht an. Doch. Na, den blocken wir auf jeden Fall. Ah, dann muss der Duplikant nicht spielen. Ja, ja, soll er doch nicht. Wir haben ja, wenn wir ein Land ziehen, sowieso kaum das Bedarf. Wir haben halt immer noch 3 Schaden gegen uns. 5 Schaden in der Luft. Ja, aber wir können ja auch nur jede Karte einzeln händen. Das ist ein Schaden, ist ja ein Token wert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er den einfach jetzt auf den Venser spielen würde. Das ist weak. Ja. Sind wir tot? Ja. Weil jetzt können wir, zeigen wir Treachery, Kitchen Things gehen auf 5, dann gehen wir auf 2. Ja, wir hätten natürlich das Problem, dass wir immer noch nicht die Token hätten. Selbst wenn wir uns jetzt stabilisiert hätten. Naja. Okay. Ja, Hollow Queen. Impressive. Na gut. 7 Mana-Karten sollten das Spiel gewinnen, wenn der Gegner seine Spielsachen nicht casten kann. Ändert sich was on the play? Anticipate wird stärker, ne? Viel stärker. Was mit dem Warhammer? Können wir Sandheiten rausnehmen? Ja, der wirkt sehr mediocre. Warhammer? Naja, wenn das so ist, das wir. Also. Es wäre gerade. Ja, das ist interessant. Der Warhammer wäre eigentlich ziemlich gut gewesen, weil wir die ganze Zeit Druck gemacht hätten und er keine effektiven Blocks hat. Wir hatten 4 Länder. Genau, er hat halt auch kein Removal. Aber genau, das ist halt das Problem. Wir mit 4 Ländern macht das nichts. Aber es macht ja alle unsere Wurstkreaturen zu Kreaturen, die er nicht einfach ignorieren kann. Und dann auch nicht irgendwelche komischen Races gewinnen. Ja, aber also das Big Game gewinnt ja trotzdem, ja. Ja, aber der Warhammer zerstört auch so diese ganzen Token. Ich protecte meine Friendswalker mit Token-Strategie, die er jetzt weiter. Genau, es ist halt der Trampelschaden, der da gut ist. Und es, weiß nicht, wenn es irgendwie in Richtung Attrition-Matchup geht, ist das eine Karte, die uns auch Kartenvorteile erzeugt. Aber es geht ja nicht Richtung Attrition. Wollen wir vielleicht die Force-Karten für den Warhammer, wenn wir jetzt ein Dissipate reingenommen haben? Auf gar keinen Fall. Wir brauchen eine Force. Eigentlich weiß ich nicht, warum. Wir haben halt einen Zorn Gottes und wir haben 2 Counterspells für seine Walker. Das heißt, wir decken. Ja, aber wenn wir Force ziehen, können wir sowohl Hornet Queen als auch Walker countern. Force ist einfach zu wichtig. Und Force nie gezogen, ne? Ja. Funny. Die haben wir richtig stark mit dem Weiß. Hint. Kann man schon nicht halten. Das kann man nicht halten, nee. Obwohl der Control Magic echt gut ist. Sturm Magic ist echt gut. Gegen sein Deck habe ich den. Wenn wir so sein Turn 3 Cursor übernehmen. Das Problem ist, dass wir fast. Ja, wenn er sich einfach wieder in. Er hat halt sehr häufig einen Mana-Elfen. Ach Gott. Ich glaube, es ist close genug, dass man es hält. Das? Nee, finde ich nicht. Das sieht allerdings auch nicht so gut aus. Scheiße. 18 Länder. Ja, es ist doch immer dasselbe. Ja. Aber auf 5 haben wir auch nicht so
die Munition, um runterzugehen, oder? Weißt du, was bei den 5 Karten dabei sein wird? Was denn? Eine Force. So. Euer Confirmation Bias, können wir einfach mal legen nehmen? Ich meine, wir könnten, wenn wir 2 Inseln ziehen, sieht das sogar richtig gut aus, ne? Ja, das stimmt. Andererseits, wenn wir auch nur eine Insel ziehen... Wir müssen 2 Länder ziehen, damit wir überhaupt was machen. Eins davon wird blau sein. Ich glaube, es ist okay. Mit dem Squire können wir das vielleicht missbauen. Ja, nee. Aber es stimmt schon, dadurch, dass uns diese Kartenvorteils-Engine fehlt, oder überhaupt Kartenvorteilskarten fehlen, können wir einfach nicht das Kontrollding uns das wahrscheinlich leisten. Ja, wenn wir coole Sachen machen könnten. Aus, meinst du? Das Spiel ist aus. Das hätte der Vorteil der ersten Hand gehabt, dass man einen Shot auf eine Ebene hat und dann ausspielen kann. Mhm. Vielleicht hat er wieder nichts. Klar. Unwahrscheinlich. Wie unwahrscheinlich? Dass man sehr immer nur Inseln zieht? Ach. Plus ist immer noch ein bisschen scarier als Minus. Hm. Er hat die 2 Länder gehalten, das ist stark. Naja, das ist ja. Er hat quasi die maximale Gier rausgeholt, die er behalten konnte. Und, ja, aber das ist doch auch wunderschön. Was? Der Outcome. Achso. Was lernen wir daraus? Wir müssen. Mehr Länder spielen. So, ich wollte jetzt sagen, Fixing höher priorisieren. Achso. Ich meine, das würde jetzt nicht viel helfen, aber. Nee, es waren ja auch wirklich. Es kam ja auch Pech dazu, zum Medium-Mana-Basis. Na gut, aber. Eine gute Mana-Basis kann es halt häufiger nochmal verkraften. Aber man kann halt die Starthinde am Anfang kriegen. Wir hatten halt viele Sachen, die nur Ebene und Insel hatten. Naja. Es ist dann auch am Ende relativ gut gewesen, aber das verhindert natürlich viele Mulligans. Klar, sie liegt oben dabei. Hat er dann auch geschaffelt? Ja. Und findet den 2 Länder. Ich habe wirklich noch den dritten gehoben. Ja, der lag doch vor der Friedhof. Achso, richtig. Ja. Das wäre ein sehr reasonable. Odds, dass wir überleben? Zero, ja. Terminus wäre es gewesen. Haben wir eine Chance? Nein, er macht jetzt ein bisschen. Bitte, was macht er? Run und Land. Ja, wir könnten halt irgendwie jetzt Insel. Ja, er könnte jetzt Overrun machen, habe ich gehört. Ach so. Aber davon macht er nicht Gebrauch. Dann geht der Planeswalker ja auf ein. Das ist echt langweilig. Ja. Er hat nicht mal das extra Land gespielt von oben. Zeig mal, wie viel Schaden wir nehmen. Blocken wir noch den? Hey, wir könnten blocken, dann okay, reset Blockers und dann reimbursen lassen. Achso, haben wir jetzt gesehen, wie viele Schaden wir genommen? Und Cam? Minus 20. Also 40 Damage. Das ist doch mal ein Attack. Und dann 5, ne? Ja. Okay, dann. Also lernen, Monogrün ist gut. Monorot ist gut. Ja, man sollte im Kontrolldeck ein bisschen aufpassen, dass nicht alles auf dem Vierer-Slot liegt. Und Mana-Fixing. Mana-Fixing ist eben. Also günstige Interaktionen, das hat unserem Deck echt ein bisschen gefehlt. Da hätten wir mehr, wir haben auch nichts gesehen, aber sowas will man einfach. Könnte man sagen, dass jetzt das Mana-Fixing das Signet des Vintage Cubes ist sozusagen? Also, die Leute haben Signets unterschätzt und zum Fixing, da hat man ja teilweise Fetchland und Wilson relativ viel gesehen. Also, du meinst, das Power-Level der Decks wird zusammengehalten durch gutes Fixing? Ja, klar, weil die Leute sind halt nicht so gewohnt, so hoch Duels zu nehmen oder Fetchländer. Ich habe das Gefühl, dass sich das im letzten Holiday Cube schon ein bisschen verschoben hat, dass die Leute schon Duels sehr hoch einschätzen. Ja. Aber die Signets waren ja noch. Genau, die Signets. Aber das kann man, glaube ich, nicht so miteinander vergleichen. Oder? Ne, ich glaube nicht. Na gut. Letzte Worte. Ja, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal geht es ja wahrscheinlich noch. Gibt ja jetzt noch 2x Legacy Cube, ne? Na, also bei Magic Online da ist. Bis dann. Stimmt, ja. Bis es Ghost of the Gatewatch gibt. Da machen wir das bestimmt nochmal ein bisschen besser.
Was ist denn besser? Wir haben knapp im Finale verloren. Ganz knapp. Das habe ich ganz knapp. Mit 20, minus 20 Lebenspunkte. Im zweiten Spiel hätten wir gewinnen können. Ja. Bis dann.